Okay, ich hab's verstanden. Okay, es ist wirklich nicht schwer. Warte mal, was machen die? Was tun die? Aber jetzt ergibt es alles Sinn, wenn man es selber macht. Ich habe Angst, dass hier noch irgendwo eine Überwachungskamera ist, die ich übersehe. Guck die ganze Zeit auf die Minimap. Oder vielleicht sind da drin auch noch Gegner. Meint ihr, da drin ist Action? Nicht schießen! Ich bin Ärztin, ich gehöre nicht zur Gang. Hans Otto. Warte, auf den ist ein Kopfgeld? Moment. Kopfgeld erhalten? Weil ich den gefunden habe? Ich weiß. Du bist Lucy Thackeray. Die verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße. Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay. Einen Moment noch. Was ist mit ihm? Es könnten jederzeit mehr von diesen Cyborg-Freaks auftauchen. Oh nee. Er wurde angeschossen. Hatte ihn fast stabilisiert. Dann blutete er wieder. Lucy, dafür haben wir keine Zeit. Der Tech hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg, sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Hab ich grad. Das kann nicht dein Ernst sein. Na los, ich sehe deine Implantate. Scan ihn. Sein Blutdruck fällt. Die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zindblut. Na los, lass da auf dem Tisch. Ganz links. Wenn's hilft. Hauptsache nicht noch aber mehr nicht Gegner. In meine Hand. Okay, dauert etwas, bis sie sich schließt. Warum tust du das? Ich bin Ärztin. Der hat sich ja mehr umgebracht, als du je retten wirst. Das ist eine Operation, keine Gerichtsverhandlung. Okay, das Schlimmste ist überstanden. Sieht zumindest so aus. Jetzt muss er sich nur noch aus. Ja, das kann er alleine. Danke. Das ist übrigens der Bruder von Jetzt Pinhead. Gehen wir los. Eskortiere sie nach draußen. No. Muss schießen. Muss ich schießen? Bleib in meiner Nähe. Kopf runter. Kommst du? Hallo? Du musst mir auch folgen. Hier lang. Ist das dein Ernst? Kannst du hier nicht durch? Musst du hier lang, oder was? Ja, natürlich musst du hier lang. Komm! Los! Wie soll ich dich heraus eskortieren, wenn du stehen bleibst? Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Oh, da sieht die jemand. Da ist irgendwas. Kommst du bitte? Was ist mit ihr? Kommst du jetzt bitte raus? Oh, ernsthaft jetzt? Muss ich jetzt hier gerade auslaufen? Damit du mit rauskommst?
Dein Ernst? Hallo? Ja. Komm! Was ist mit ihr? Jetzt komm halt mit! Wow. Los, steig ein. Ach so, jetzt? Oh. Hä, wer bist du? Ach so, du gehörst zusammen. Ich dachte schon, jetzt kommt Verfolgungsjagd. Okay. Das war ja lustig. Ach hier, das war die Aufgabe. Die SMS, die haben wir bekommen. Wir haben sie erstmal dort rausgeholt, ohne zu gucken, warum. Was will Jackie? Ich stehe immer noch bei All Foods, die Beine in den Bauch und gucken, Gras bewachsen zu dem fröhlich Party. Danke, dass du Plötzenrennen gespielt hast. Wir hoffen, du hattest damit viel Spaß. Falls du es nochmal versuchen willst, vergiss nicht, dass die besten Spieler tolle Preise erhalten. 7 gilt als perfekte Zahl. Dieses Spiel war auch fast perfekt. Aber du kannst dich noch verbessern. Wenn du es unter die Top 5 schaffst, erwarte ich nur... Das ist ja witzig. Die Minispieler haben mir geschrieben. Okay, wartet mal. Wir hatten doch... hier so einen gelben. Nee, wir haben keinen verschlüsselten. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Ich hätte jetzt gern weitere von diesen Breach-Dingern. Irgendwie macht es Spaß, wenn man es verstanden hat. Und ich hoffe, ich habe es auch verstanden und bild mir das jetzt nicht nur ein. Also die Dinger kriegen wir beim... wenn wir diese Breach-Codes machen und die hier auch. Pistolenmod. So, dort kann ich nur noch ein Zielfernrohr drauf machen. Und hier... kann ich keinen Mod drauf. Keine Mod. Die ist gar nicht schlecht. Warte mal. Ja, das ist doof eigentlich. Jetzt nehmen beide Waffen, die ich ausgerüstet habe, die gleiche Muni. Andererseits, ich habe gerade 460 Schuss. Sind alle schlechter. Ne, wir gucken mal, ob das funktioniert so.
So. Also Lucy hat sich wirklich ein bisschen angestellt. So richtig clever war sie jetzt nicht. Tür finden war schwer. Rausgehen. Warum ist hier so ein großer leerer Platz? Oh. Loot? Das ist sehr praktisch. Das ist ja noch praktischer. Alles mitgenommen. Okay, also... Es lohnt sich, auch mal zu Fuß. Oh. Ich bin jetzt wo gelandet. Hier wollte ich noch gar nicht hin. Nützt mir auch nichts. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Gut. Da ist ein Ripper Dog. Da waren wir aber erst. Ich glaube, der Ripper Dog. Den brauchen wir jetzt nicht. Das ist die Main Quest, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Das ist schon eigentlich ganz cool, dass du hier direkt noch so Zusatzinfos stehen hast. Könnte man sich durchlesen? Ne, schließlich hat sich jemand die Mühe gemacht und die Texte geschrieben. Kann man schöne Sachen bei entdecken oder in einen Hinterhalt. Ja, ich glaube. Da war nämlich gerade so ein Totenkopf über der einen Person. Ich glaube, die ist stark. Sprich, mit den Zwillingen haben wir gemacht. Finde und neutralisiere Cyberpsychos. Es gibt 17 Stück. Cyberpsychose. Laut der Definition der Ärzte von Traumateam ist Cyberpsychose ein Überbegriff für verschiedene psychotische Persönlichkeitsstörungen, die im Zusammenhang mit Angststörungen stehen und von in den Körper implantierte Hardware und Software wie Verhaltensmods hervorgerufen werden. Jeder kennt jemanden, dessen Nachbar es mit dem Chrom übertrieben hat und dann eines Tages mit einer Knarre loszog und in eine Menge schoss. Oder vielleicht war der Nachbar zu geizig für einen guten Ripper und hat deshalb Albträume bekommen und Stimmen gehört, als die Hormonblocker einsetzten und dann den Verstand verloren. Manche Leute sehen in Cyberpsychose eine Krankheit, die von sozialer Ungleichheit verursacht wird. Andere meinen, sie sei der Preis, den man für eine obsessive Liebe zur Technologie bezahlt. Und wieder andere denken, dass es Cyberpsychose eigentlich gar nicht gibt. Zumindest so lange nicht, bis ihr Nachbar unten auf der Straße um sie schießt und sie auf einmal schnell MaxTag ruft. Das sieht aus wie so Supergegner.
Ich muss Geld sparen. Ich wollte aber auf jeden Fall noch mal nach Hause. Hier wohne ich, oder? Ja. Ach so, Schnellreise geht doch nur an diesen. Da. Ich wollte mir die Klamotten mal angucken, die uns Victor geschickt hat. Wenn es wie Miso aussieht und wie Miso riecht, ist es nicht das beste Miso. Ein japanisches Sprichwort. Warte, wo wohne ich? Hier wohne ich. Hey, willkommen zu Hause! Liegt ein Stapel Klamotten. Nee. Hä, warte. Bin ich doof? Das hier hat er mir geschenkt. Nee, das habe ich gefunden. Ich ziehe das an, aber das ändert sich. Ach, warte, weil ich. Habe ich das Outfit an? Hä? Wieso? Ich möchte gerne ein anderes Oberteil anziehen, das hier. Ich glaube, das ist wirklich, weil ich hier so ein Outfit anhab. Und da hieß es ja, egal was du quasi drunter anziehst, das sieht immer aus wie dein Outfit. Ja, kann ich bitte mal ganz unabhängig von dem Outfit vielleicht? Wie kann ich das ablegen? Ich will das jetzt gerade nicht anhaben. Naja, also ich habe, also diese Outfits, die ich da ausgewählt habe, sehen halt immer optisch so aus, egal was ich anziehe. Aber ich will jetzt gerade gern nicht die Outfits anhaben. Ach, hier ausziehen. Ist doch übelst doof, dass ich das mir jetzt nur hier angucken kann. Das sieht ziemlich cool aus. So, jetzt sehe ich optisch immer aus wie
wie dieses Outfit. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel... Also ich kann jetzt hier sozusagen... Wo ist die Schutzweste? Hier mit drin, oder? Wo ist die Schutzweste? Nirgendwo mehr. I don't know. Ich könnte jetzt hier so quasi irgendein anderes Oberteil auswählen, um die Werte von dem Oberteil zu haben. Aber ich würde optisch immer noch so hier aussehen. Also, ja. Aber das ist dann doof, dass ich das tatsächlich nur am Kleiderschrank ändern kann. Die sehen aus, als wären die aus dem Fell der Porsche-Lamas. Die pinken Schuhe sind schon nice, ne? Die hat mir bestimmt Victor geschickt. Genau. Jetzt habe ich quasi die Schuhe ausgerüstet, aber optisch habe ich die noch an. Sozusagen. Ich habe noch einen Schalldämpfer. Nice. Ich mag Schallwerfer. Das kann ich gerade auf keiner Waffe benutzen. Das sind alles so zeitliche Booster. Da ist jetzt nichts dabei, was mir dauerhaft einen Boost gibt. Hat keine Punkte. Okay. Also, ich finde es ein bisschen seltsam, dass ich nur hier wirklich auch meine Optik verändern kann. Oh, die Jacken hat er mir geschenkt. Hier ist das. Ich nehme mal den ganzen Müll wieder mit. Und zerleg den. Weil hier im Lager nützt der mir ja auch nichts. Ah, hier habe ich meine Schutzweste. Ups, das war mein Schuh. Achso, die kann ich nicht nehmen wegen Smartlink. Könnte ich nehmen.
Warte mal, also. Können wir das mal runternehmen hier? So. Möchte nämlich... das ausrüsten. Da habe ich nämlich ein Sturmgewehr und eine Handfeuerwaffe. So, und jetzt kann ich die. Ne, die ist ausgerüstet. Wieso ist hier jetzt noch. Warum leuchtet das jetzt hier blau? Weil der Slot frei ist? Nee. Aber der ist doch nicht belegt. Handfeuerwaffe. Da ist keine... nix drauf. Unity... legen wir jetzt ab. Die legen wir jetzt ab. Ah, jetzt ist es auch nicht mehr blau. Die können wir gerade eh noch nicht nutzen. Dann können wir sie auch erstmal ablegen. Wegen dem Gewicht. Okay. Eigentlich brauche ich die Klamotten ja dann unterwegs nicht. Okay. Ist irgendwie, weiß nicht, noch kompliziert. Aufgeräumt. Und wie sammle ich die Punkte? Achso, erreiche zum Freischalten Level 5 in der Fertigkeit Street Cred. Boah, das ist übel. Es ist schon ziemlich komplex, das Spiel. Muss ich sagen. Bis ich das da mal richtig durchblickt habe. $12 in der eigenen Bude. Das hier habe ich übrigens als Bonus bekommen, warum auch immer. Okay. Gibt's neue E-Mails? Nö. Dann schlafen wir mal. Einfach mal, weil wir es können. Drei Stunden Schlaf reicht. Ich mag die Hose. Die sieht cool aus.
okay. Also. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle für heute erstmal Schluss machen.